Grüß euch. Ich bin mal wieder am Start mit einer neuen Überspielt-Episode. Zu einer unorthodoxen, ungewöhnlichen Uhrzeit für Übertage, was ja schon auch von dir festgestellt wurde, Mr. Ich nenne dich einfach mal Hund. Das ist so eine Aneinanderreihung von Wörtern, die komisch ist. Genau, ich bin am Start, um Frostpunk 2 zu zocken. Ist ja ein Game, was vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist. Und als ich es gesehen habe, dass es erscheint, dachte ich mir, okay, das muss ich auf jeden Fall anzocken, weil ich habe Frostpunk 1 sehr, sehr gerne gespielt und dann darf natürlich Frostpunk 2 nicht fehlen, vor allen Dingen, weil es ja auch eine Integration für Twitch mitbringt. Ich bin mal gespannt, wie es so ist, um die Uhrzeit zu streamen, ob überhaupt wer zuguckt. Das ist ja auch dann ein bisschen ein Experiment. Und ansonsten, ja, ich dachte mir, jetzt ist der gute Zeitpunkt, wo es gestern das erste Mal geschneit hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns hat es auf jeden Fall das erste Mal gestern geschneit. Und da dachte ich mir, bam, das ist doch jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo es gut ist, dieses Spiel anzuzocken. Weil davor fand ich es irgendwie noch zu warm dafür. Jo, dann würde ich sagen, gehe ich auch mal rein ins Game. Grüß dich, Sali. Jo. Könnte man eben sagen, wie es vom Sound her ist. Ich glaube mal, den Spielmusik drehe ich mal ein bisschen runter. Ja, das auch, hoffe ich mir auch, Hund. Dass es einfach eine super gute Möglichkeit ist, um dann auch mit euch zusammen unorthodoxe Entscheidungen zu treffen. Ja, und dann würde ich sagen, starte ich auch mal rein. Ich habe jetzt im Vorfeld ein bisschen mir das Tutorial angeschaut, so, also auf YouTube ein Tutorial, weil das Spiel soll ja schon sehr, sehr anders ablaufen von den Mechaniken, als das beim ersten Frostpunk der Fall war. Und deswegen habe ich mich schon mal ein bisschen reingearbeitet, nur so in das Grobe, in den groben Ablauf, damit ich jetzt nicht gleich wie der größte Noob dastehe. Und ja, der Soundtrack ist schon richtig geil, da kommt man schon direkt wieder rein. Ich liebe ja auch generell so düstere Szenarien, sehr Dystopien und so, das ist halt mein absolutes Steckenpferd. Von daher, allein schon wegen der Atmosphäre. Schauen wir mal. Jo, willkommen zurück bei Frostpunk 2. Frostpunk 2 ist ein anspruchsvolles Spiel, welches Planung erfordert. Scheitern ist Teil der Spielerfahrung. Wenn du ein Veteran der ersten Frostpunk bist oder Herausforderungen magst, kannst du dein Glück auf dem Schwierigkeitsgrad Offizier oder höher versuchen. Wenn nicht, schlagen wir den Schwierigkeitsgrad Bürger vor.
Denk daran, es spielt keine Rolle, wie oft wir scheitern. Es kommt darauf an, wie oft wir uns wieder aufrappeln. Okay, ich mache die Mucke etwas leiser. Ich hoffe, so ist es okay. Das ist, glaube ich, immer noch. Die Musik hat halt so unterschiedliche Höhenaspekte, ne? Man verballert die mega rein. Und manchmal ist sie ganz leise. Das ist einfach zu kalibrieren. Genau, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Fand ich auch. Der erste Teil auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie ich den zweiten Teil finde und wie es so ankommt. Ich werde, denke ich mal, in Offizier spielen, weil ich schon noch ein bisschen spielerfahrener bin und den ersten Teil schon gespielt habe, und ich hoffe mal, das kommt gut an. Ist es so von der Musik her okay, Sally? So, der Prolog. Die Wanderer. 1887 vor die Welt. Die Zivilisation fiel in sich zusammen. Das alte Weltreich baute Generatoren, um die Städte der Evakuierten zu unterstützen. Die letzten Städte der Erde. Wer die Strapazen überlebte... Wer die Strapazen überlebte, ob zusammengedrängt an einem Generator oder draußen im Frostland, veränderte sich. 30 Jahre später sind sie alle zu ganz anderen Menschen geworden. Und das ist halt auch spannend, jetzt an dem zweiten Teil, dass im ersten Teil spielst du eine ganz kleine Kolonie mit wirklich sehr wenigen Menschen, und jetzt im zweiten Teil ist es eine relativ große Gemeinschaft, die man dort spielt, mit mehreren Tausenden von Menschen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich vom Spielgefühl her. Jo, bis später, Sally. Can you hear us? Captain! Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together, united, we survived 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. Wir ziehen jetzt schon seit Jahren durch die Eiswüste. Viele von uns erinnern sich nicht an eine Welt vor dem großen Frost.
Ein weiterer Schneesturm steht kurz bevor. Wieder stehen wir vor der alten Maschine. Wieder werden wir uns auf ihren Ofen verlassen, um uns im Sturm zu wärmen. In der Vergangenheit stellten wir immer sicher, dass wir genug Vorräte für den Schneesturm hatten, aber wir sind über die Jahre immer zahlreicher geworden und die Versorgung wird immer schwieriger. Wir müssen überleben. Ein bisschen im Ruckeln, vielleicht ein bisschen runter. Grafik mal ein bisschen runterschrauben. Jo, willkommen im Prolog. Hier lernst du die Grundlagen des Baus und der Steuerung. Der Wrack des alten Dreadnought liegt immer noch unter dem Schnee begraben, aber in den verstreuten Anhängern lagern weiterhin Ressourcen. Wir müssen zuerst das Eis durchbrechen, um an einen der Ölanhänger zu gelangen und dann einen Förderbezirk bauen, um ihn anzuzapfen. Dann können wir den Ofen des Dreadnought entfachen und uns in Wärme, mit Wärme versorgen. Okay. Gucken. Ich glaube, es läuft doch relativ flüssig, oder? Also mein Eindruck ist, dass es recht flüssig läuft. So, erstmal hier das Spiel anhalten, damit wir uns überhaupt erstmal eine Übersicht verschaffen können. So, erste Aufgabe, brich Eis aus einem Ölanhänger, damit sich dann wahrscheinlich hier erstmal das Eis aufbrechen. Ich komme, glaube ich, noch bis hier hin. Dass ich einmal alles in einer Runde aufbreche. Wenn ihr nebenbei Tipps für mich habt oder so, manche haben das vielleicht ja auch schon gespielt, dann immer gerne. Ich habe, wie gesagt, nur ein Tutorial geschaut, um mir einen groben Überblick über das Spiel zu verschaffen. Schneller damit. Ja. Jetzt ist hier das Eis gebrochen. Dann müsste ich jetzt dann darauf bauen können. Sind meine 3000 People eigentlich hier in diesem Ding? Naja, die sind hier in diesem. in diesem alten Schrotthaufen drin. Öl, als die zähe schwarze Masse durch die Leitungen fließt, bricht das Volk in Jubel aus. Das habe ich schon wieder dem Volk Gutes getan hier. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bis hierhin gebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass er uns bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten hat
und es wieder tun wird. Wir haben Öl, wir können den Ofen anfeuern. So. So, jetzt geht's an die Behausung. Die dann natürlich in der Nähe des Ofens. Und möglichst nicht an die Ölraffinerie direkt dran bauen. Naja, und nochmal Eis brechen zu den Fertigbauteilen, genau. Genau, später, also das sind jetzt so die Baugrundlagen des Spiels. Und später kommt dann so ein Politiksystem dazu, wo das dann auch zum Tragen kommt mit den Entscheidungen. Wo ihr euch dann beteiligen könnt. Okay, ich soll sogar zwei Wohnbezirke bauen. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Sich erst frei wieder frei machen, deswegen. Okay. Kann ich jetzt noch ein neues Förderbezirk. Warum? Habe ich da noch so ein kleines mal eben Eisbrechen in der Einstellung. So, jetzt. So, jetzt haben wir schon gleich zwei Wohnbezirke, Öl und dann hier für so Fertigbauteile. Schon cool auch, wie man da so reinzoomen kann.
Und ich finde, das sieht auch richtig geil aus hier mit dem alten. Halt so Schrott hinten. Hitzetour. So, jetzt die Nahrung. Natürlich auch wichtig. Wir wollen ja hier alle verschiedenen Grundbedürfnisse erfüllen, die Menschen so haben. Grüß dich, Wetz. Schön, dass du das erstmal mitschreibst. Dann kommt, glaube ich, hier hinten die Nahrung hin. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal fast genug Behausung, das ist schon mal gut. Ja, alles für alle, dann wünsche ich dir eine möglichst angenehme Schicht. Und ich hoffe auch, dass es geil ist. Mal gucken, vielleicht veröffentliche ich das später auch auf YouTube oder so. Sonst kann man sich das ja auch noch später anschauen bei Twitch. So, Vorbereitungen auf den Schneesturm. Jetzt Nahrung einlagern. Mehr Bedarf, dann muss ich auf jeden Fall noch mehr Nahrung generieren. Aktuell verlieren wir auf jeden Fall noch Nahrung. Ich sehe. Ja. Okay, Finan Kell, 42 Gärtner, lässt Sand durch seine Hände rieseln. Wir waren schon so oft hier. Der Boden ist langsam ausgelaugt. Noch ein paar Mal und es macht keinen Sinn mehr, hier Treibhäuser zu bauen. Dann wächst hier nichts mehr. Und der Ertrag ist viel zu gering. Entweder wir führen Notfallschichten ein oder schnallen den Gürtel enger. Ansonsten reicht es vielleicht nicht für alle. Um Reserve zu füllen, sind vielleicht Sondermaßnahmen nötig. Okay. Okay. Optional. Wann kommt denn der? Oh, der kommt tatsächlich schon sehr bald. Dann mache ich mal Notfallschichten. Ja, da müssen wir ein bisschen härter arbeiten. Das
hat jetzt aber auch nicht mega viel gebracht, oder? So, jetzt habe ich Überschuss. Hier auch mal Notfallschicht, weil es wird sonst ein bisschen eng mit diesen 40.000. Ach, der Schneesturm kommt erst da hinten. Okay, dann ist was anderes. Ich dachte, der kommt schon ein bisschen eher. Ist noch ein Ereignis, was ich übersehen habe. In die Finsternis, die Toten begraben. Wir trauen um jene, die jüngst ihr Leben verloren haben. Wie es der Brauch will, bringen wir zu den Ölgruben und lassen ihre Leiber sanft in die dickflüssige Schwarz hinab. Der Kraftstoff, der uns zu Lebzeiten wärmt, soll auch im Tode ein Zuhause bieten. Der Tod nährt jedoch auch die Zweifel zu denen, die uns führen. Ohne Vertrauen gibt es keine Zukunft. Genau, das Vertrauen leidet, wenn Menschen sterben. Generell ist einfach so dieser ganze, das ist halt so eine coole Kultur, die man sich so richtig reinfallen lassen kann, finde ich. Oh, hier ist das Ressourcenvorkommen fast ausgeschöpft. Oh, und wir machen auch ein Defizit an Material. Mal eben gucken. Was haben wir noch? Noch auf jeden Fall noch mehr Nahrung, glaube ich, erstmal. Ich komme nirgendwo hin. Sonst. So jetzt. Ich denke mal, Material wird dann ja gleich kommen. Okay, die Näherin beobachtet ihre Enkel beim Spielen. Meine Knie schmerzen und meine Finger sind so steif, dass ich die Nadel nicht mehr halten kann. Ich hatte ein erfülltes Leben. Es erfreut mein Herz, Patty und Jakob abends beim Feuer spielen zu sehen. Aber vielleicht ist es jetzt soweit. Ich habe mit den anderen Ältesten gesprochen. Wenn es sein muss, werden wir gehen. Ich werde meine Enkelkinder nicht verhungern lassen. Ein paar Menschen sind bereit, sich zu opfern, um den Nahrungsmittelverbrauch zu verringern. Uiuiui, schon ins Eingemachte. Kampf gegen die Elemente. Der Wind wird jeden Tag stärker, gnadenlos hämmert er auf unsere Gebäude ein und schwächt sie Böe für Böe. Ohne Rohstoffe, mit denen wir die Schäden ausbessern können, werden unsere Bezirke verschleißen. Je mehr wir bauen, desto mehr Materialien werden wir benötigen. So ist die Welt, in der wir leben.
Okay. Also, ich glaube, ich verspreche dann auf jeden Fall auch mal, dass wir diese Materialien holen, weil das wollte ich ja eigentlich eh machen. Dann mache ich jetzt das mal als nächstes. Die ersten zwei Krankmeldungen. In den Überschichten. Ein geheimnisvolles Symbol. Ein Mitglied unseres Eisbrecherteams hat die gefrorenen Überreste eines Mannes in zerfledderter Uniform gefunden. Auf seinem Schulterabzeichen steht Neuleutnant Spätrup, dritter Zug. Und er trägt ein seltsames Abzeichen. Ein paar unserer Ältesten behaupten, es gehöre zu einer Militärorganisation. Andere meinen, es wäre etwas Religiöses. Vielleicht bist du bereits von diesem Neu-London. Vielleicht hast du bereits von diesem Neu-London gehört und kannst die Diskussion beenden. Ich sag mal, es ist ein Symbol der Ordnung. Okay, hier sind die Ressourcen anscheinend dann verbraucht. Dann kann ich das Ding auch abreißen. Wäre es vielleicht gut, ein neues Vorkommen zu erschließen. Ich mache mal noch ein weiteres. Nahrungssammelcamp hier auf. Damit das auch rechtzeitig erreicht wird. Oh, und ich sollte auf jeden Fall mal gucken, dass ich mehr Öl fördere. Sobald ich wieder Eis brechen kann. Naja, das war auch noch ein. Genau, hier habe ich ja noch ein Feld für Öl, das ist auch gut.
Das könnte schon knapp werden mit der Nahrung. Und zuerst hier das Ereignis. Fassungslos im Angesicht von Robben. Robben. Ich wäre, glaube ich, auch fassungslos, habe ich noch nie gesehen. In freier Natur zumindest. Ich traue meinen Augen kaum. Das letzte Mal haben wir sie vor dem großen Frost gesehen. Wie haben sie überlebt? Sie bieten genug Fleisch für uns alle. Wir sind gerettet. Aber sollten wir sie wirklich töten, wenn der Herr auch sie vor dem Ende der Welt gerettet hat? Okay, ist die Frage, ob wir das tun sollten, aber... Ja, Sally, was du bisher verpasst hast, ist, wir haben hier die Nahrungsmittelproduktion ausgebaut und haben auch verschiedene andere Materialien-Situationen ausgebaut, weil bald kommt der große Sturm, um uns davor die Lager zu füllen, damit nicht alle verenden. Und tatsächlich wurden gerade Robben entdeckt. Das heißt, und es haben sich alle gewundert, dass sie überlebt haben, das große Eis, den großen Sturm. Das ist jetzt also die Frage, ob wir die halt killen oder ob wir diese majestätische Entdeckung ja, lecker Robben. Ich bin, glaube ich, auch dafür, dass wir hier an uns denken müssen und die Robben nicht am Leben lassen können. Ah, okay, jetzt müssen wir noch die Speicher ausbauen, damit die... Nahrungszentren, okay. Und damit das genug Nahrung fassen kann, weil ich zu viel produziere mittlerweile. Ich denke mal, das kann ich ja gut. Das mache ich einfach hier dazwischen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche schlechten Auswirkungen haben kann, wenn das Nahrungsmittelzentrum neben der Ölraffinerie ist, aber ich hoffe mal nicht. Jetzt muss ich hier zu den Robben durcharbeiten. Weil Sadi sagt, wir sollen die essen. Danke dir, Quay, für den Support. Der erste Schritt, dass ich das Spiel wieder drin habe, von den Kosten her. So, genügend Materialien habe ich schon mal. Das ist gut. Nahrung läuft auch. Nahrungsmittelbezirk durch Elend beschädigt? Bin ich gerade. Ach, da unten, okay. Das muss natürlich wieder repariert werden. Ich habe noch irgendwas freigesetzt hier. Ah, hier oben. Ich glaube, ich konzentriere mich auf die Robben jetzt. Yes. Genau, ich bin gerade im Tutorial, Quay. Also ist noch nicht sonderlich viel passiert. Wir lernen gerade die Grundlagen des Spiels. Kann ich denn genug einlagern jetzt? Vorrat? Ne, kann ich nicht. Ich muss noch mehr Nahrungsmittelzentren bauen. Der Schneesturm ist nah. Die
Stimmung im Lager wird immer angespannter. Die Leute haben Sorge, dass wir nicht rechtzeitig ausreichend Nahrung zusammenbekommen. Unsere Jäger schlagen vor, auch die übrigen Robben zu töten. Oh, oh. Da spricht Zadi in der Menge. Dass sie einfach alle aufessen. Einschließlich Weibchen und Heuler. Dadurch könnten wir deutlich mehr Nahrung beschaffen, aber wir würden auch die wahrscheinlich letzte Robbenkolonie der Erde ausrotten. Allerdings haben viele Älteste angeboten, ins Frostland zu gehen, damit sie keine Ressourcen mehr verbrauchen. Ihr Opfer würde die für den Schneesturm benötigte Ration deutlich verringern. Was sollen wir tun? Okay, das ist jetzt die erste harte Entscheidung, Leute. Der Schneesturm beginnt in 32 Wochen. Aktuell haben wir ein Viertel circa drin. Jetzt ist die Frage. Entweder wir rotten hier die Robben aus, wird stark erhöht, aber wird ausgerottet, oder wir schicken unsere Alten in die Wüste quasi. Unsere Ältesten sterben, wir verlieren keine Arbeitskräfte, denn der Nahrungsbedarf für den Schneesturm wird deutlich reduziert, oder nichts tun. Wir können auch sagen, nichts. So ein paar Robben ist okay. Ausrotten ist schon mies, okay. Cray ist für Ausrotten. Ich glaube, ich bin auch eher für nichts tun. Ich habe Hoffnung, dass wir es vielleicht so schaffen können. Ich baue da noch mehr Nahrungsquelle jetzt. Ich hatte hier hinten noch was. Genau. Ah, fuck, ich habe keine. Nicht genug Arbeitskräfte. Ah, das ist natürlich schlecht. Ah, das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Dann. Aber hier ist noch nicht mal fertig gebaut, das Robben-Ding. Dann wollen die Leute schon alle umbringen hier. Bisschen schneller. So. Jetzt haben wir 179. Plus. Das wird trotzdem eng. Ich mache noch mehr Notfallschicht für den Bezirk hier auch. Unser Volk erfriert. Unsere Arbeitskräfte und Eisbrecherteams haben erste Kältetote zu verzeichnen. Sie bitten uns um bessere Beheizung, bevor ihre Kälte weiter zusetzt. Uns ist bewusst, dass wir uns vor dem nächsten schweren Eissturm so viel Nahrung wie möglich beschaffen müssen, sagt ein Ältester. Wir können währenddessen doch niemanden erfrieren lassen. Wärme und Behausung anbieten. Durchhalten, solange Kälte ein Problem ist, werden weiter Menschen sterben. Okay, ich probiere noch etwas mehr Häuser, aber wir haben eigentlich fast. Ich probiere noch einen. Fuck, ey. Jetzt noch ein bisschen mehr Häuser zu bauen. So. Das müsste jetzt eigentlich dann auch ausreichen, um. Ich brauche mehr Öl. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich habe hier noch die Ölquelle da. Oder ist das Problem, dass ich gerade kein Eis brechen kann? Da muss ich ein bisschen noch warten, bis ich das freilege. Es wird mega close mit der Nahrung. Ich muss die Wanderer
anweisen, den Gürtel enger zu schnallen. Ja, noch 51 Arbeitskräfte. Dann ich glaube, ich mache das. Jetzt könnte ich es vielleicht schaffen. Lieber zweimal Zeiten pro Tag als später keine, genau, würde ich auch sagen. Mehr abwesende Arbeitskräfte durch Krankheiten. Die Raumbedingungen im Lager belasten unser Volk. Krankheiten verbreiten sich, wodurch uns immer weniger arbeitsfähige Menschen bleiben. Wenn das so weitergeht, verlieren wir Arbeitskräfte, was letztendlich den Erhalt des Lagers gefährden wird. Sorge dafür, dass genügend. Yes, ich versuch. Also es ist nicht der niedrigste, es ist der eine Stufe höher, quasi. Ich kann jetzt halt noch echt nichts mehr machen. Also, ich habe halt keine Arbeitskräfte mehr, was soll ich tun? Ich kann höchstens die Leute halt noch mehr knebeln in den. Ich kann nichts mehr bauen oder so. Was ist hier? Oh, hier ist ein Förderbezirk, der nichts mehr fördern kann. Ist richtig? Ich glaube, das fördert nichts mehr. Wo sehe ich das? Ich schaue gerade, ob das hier. Aber hier steht gesamte Produktion, hier steht noch, dass das noch was fördert. Also wenn dann der, aber. Ich glaube, der fördert noch. Dreißig erfroren schon. Fuck it. Naja, okay. Tja, ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Ich muss jetzt einfach erstmal so weiterlaufen lassen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist hier die Leute noch knebeln, härter zu arbeiten. Eingebüßt. Die Wanderer vertrauen dir nicht mehr. Ihre Gemeinschaft zeigt bereits erste Risse und droht auseinanderzubrechen. Wenn du dich nicht darum kümmerst, wirst du ins Exil geschickt, auch wenn der Schneesturm droht. Die Regel der Wanderer sind ebenso erbarmungslos wie das Frostland selbst. Ja, okay. Du hast noch 15 Wochen, um das Vertrauen der auf akzeptiert zu erhöhen. Erhöht das Vertrauen, indem du Versprechen hältst, Schrott zurückgibst und verlängerte Schichten verkürzt.
Yes. Steht aber doch, dass es Schrott zurückgeben. Ich gebe den einfach mal Schrott zurück. Hier, bitteschön. Habt ihr euren Schrott? Siehst du, jetzt habe ich dir direkt hier mit Brot und Spiele wieder ein bisschen. Eher mit Brot. Mit Schrott. Wieder zur Raison gebracht. Wobei jetzt hier gar nicht stand, dass die irgendwie mega krass gegen mich im Intrigieren sind. So. 31.704, das könnte tatsächlich klappen. Mit der Nahrung. Das wird ziemlich knapp, aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, finde ich. Also das Wichtigste. Erhöhe das Vertrauen auf mindestens toleriert. Ist doch... Ah, verachtet, da unten steht's. Extrem reduziert durch Notfallschichten, okay. Da muss ich das jetzt gleich wieder... Wenn ich das mit der Nahrung... Ja, ich erreiche das auf jeden Fall mit der Nahrung, dann mache ich das runter. Zumindest schon mal in den beiden. Vertrauen wiederhergestellt, so schnell geht es. Ressourcen vollkommen fast erschöpft, okay. 37. Ich glaube, ich schaffe das. So, ich mach ein bisschen schneller. Ah, ich habe auch wieder Arbeitskräfte, sehe ich gerade. Ich wollte hier noch Nahrung bauen. Yes. Sehr gut. So. Ah, hier ist erschöpft jetzt, okay. Und hier auch. Yes. Läuft doch. Dann kann ich jetzt auch hier die Notfallschichten reduzieren und hier die Notfallschichten draufpacken, damit wir noch ein bisschen mehr Öl bekommen. Allen ist warm. Ha! Yay, niemand wird verhungern, genau. Ich habe alles erreicht, Leute. Woo! Jetzt müssen wir noch auf den Schneesturm warten. Was? Für ein erstes Tutorial ist es schon knackig. Ja? Dafür ist es schon knackig. ...14 krank gemeldet. Und noch... Kann ich nicht mehr. So. Bin mal gespannt, wie hart ich scheitern werde im Verlauf dieses Spiels. Yes. Ja, das ist ja auch ganz normal. Stand ja auch im Intro, stand ja auch, man scheitert eben auch. Und das ist auch ein normaler Teil des Spiels. Genau, während des Schneesturms kann man eben nicht arbeiten, ne? So war das doch auch. Also jetzt gerade ist es natürlich nicht Teil der Mission, dass man auch während des Schneesturms spielt.
Später ist das dann ja auch ein Teil davon. Aber genau, wenn der Schneesturm kommt, dann muss man eben eingelagert haben, damit, weil man dann nicht mehr produzieren kann, dann muss man die Zeit halt überleben. Und das ist dann immer so der härteste Teil des Spiels, weil die das nicht kennen sollten. Allen Widrigkeiten zum Trotz, als der Schneesturm das Lager traf, waren die Wanderer bereit. Alle waren dankbar, dass wir so schnell gehandelt und genug Nahrung beschafft hatten. Das Wunder der Robbenkolonie bestärkte die Hoffnung, dass unsere Reise uns ins gelobte Land führen wird. Die Ältesten hatten diese Geschichte in unseren großen Erzählungen aufgenommen, zusammen mit Warnungen über eine sündige Stadt, die Luft noch immer im Rauch verpestet. Und ich möchte festhalten, dass wir weder die Robbenkolonie vernichtet haben, noch unsere Ältesten, unsere lieben Ältesten, unsere Großeltern in der Kälte haben sterben lassen. Also in dem Fall mit dem Maximum an moralischer Überlegenheit diese Mission gemeistert. Obwohl du meintest, Cray, das möchte ich noch anmerken, dass wir einfach die Robben killen sollen. Ich erinnere mich daran, dass du das warst. Wir haben Robbenbabys. Ja, ich habe jetzt eigentlich Bock auch noch das erste Kapitel zu machen. Könnte zeitlich ein bisschen eng werden, aber na, ich glaube, es ist drin. Ich werde dann mal mich an dem ersten Kapitel hier direkt probieren. Jetzt sind wir natürlich in einer direkt sehr großen Stadt, was auch echt ganz geil aussieht, finde ich. Ja, Sally, bis bald, ne? Genau, später kommt das mit den Entscheidungen noch krasser. Also es gibt dann dieses Parlament, wo ihr dann auch wirklich abstimmen könnt. Also dann gibt es eine Entscheidung für euch im Chat, wo ihr dann selber Teil dieser Entscheidung werdet. Also es wird noch viel krasser. Das war jetzt nur der Beginn. Jo. So. Breche Eis zu einem oberflächennahen Kohleflöz und baue einen Förderbezirk. Das werden wir mal direkt machen. Wo ist die Kohle? Da hinten. Yes, jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Mal hier direkt. Einmal hier. Schalte den Generator ein. Das kriege ich auch hin. Beziehungsweise wahrscheinlich kriege ich das. Baue neue Wohnbezirke, um den Mangel an Unterkünften zu beheben. Okay. Nicht dort, wo das Öl gefördert wird.
Wunderschön in diese windstille Bucht. Ah. Schon ein geiles Spiel, muss man sagen. Macht richtig Bock auf mehr. So, ich glaube, Forschungsinstitut könnte ich auch mal bauen. Namens. Geht, glaube ich, nur in das Wohnviertel. Aber den Ratssaal baue ich schon mal. Yes, Sway, wir sehen uns, hören uns, lesen uns, meine ich. So, der Rat versammelt sich zum ersten Mal. Es könnte sein, dass ihr schon ins Spiel kommt. Erste Ratssitzung. Spannung liegt in der Luft, als der Rat sich öffnet. Der Captain regierte jahrelang mit starker Hand, aber die Zeiten sind seit seinem Tod vorbei. Jetzt wollen die Gemeinschaften die Stadt der Stadt selbst mitmischen. Boah, was ist denn los? Ich kann nur kaum vorlesen hier. Die Ordnungswahrer sorgten auf Geheiß des Captains dafür für Ordnung und verfolgen ihrer Ansicht nach dessen Vision für Neu-London. Fortschritt, Verdienst und Vernunft. Die Neu-Londoner und die Frostländer sind sich uneinig bezüglich unserer Überlebensstrategie, aber sie haben beide keine klare Haltung, wenn es um wirtschaftliche oder soziale Probleme geht. Einige verschmähen die Ordnungswahrer wegen ihrer Vergangenheit mit Neu-London. Sie halten sich allerdings im Schatten noch. So, jetzt wird zuerst diskutiert, ob ich das überhaupt bleiben soll oder nicht. Wobei der Umgang mit der Kohlekrise gerade am entscheidendsten ist dafür. Das ist geil. Der Rat. Wenn du in Zukunft zum Rat zurückkehrst, kannst du neue Gesetze zur Abstimmung vorschlagen. Jetzt muss jedoch erstmal eine besondere Abstimmung erfolgen. Die Gemeinschaft Neu-London müssen ihre Zustimmung zu deiner Führung geben. Sei vorsichtig, verlierst du die Wahl, endet deine Zeit als Oberhaupt. So. Was ist denn Zuschauerrat anwerben? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt... Ich klicke mal da drauf, ob ihr jetzt eine Abstimmung bekommt. Hat das irgendwie dazu geführt? Ich weiß nicht, ob gerade noch irgendwer am Start ist, der noch abstimmen will. Der abstimmt. Ja. Ebenso ein bisschen zur Seite. Kam nichts, okay. Okay, dann probiere ich jetzt mal abstimmen. K-
Könnt ihr jetzt abstimmen? Oder konntet ihr abstimmen? Tja, keine Ahnung, also ich habe es auf jeden Fall versucht. Ich wurde jetzt auch auf jeden Fall gewählt, aber offensichtlich nicht von euch. Mal gucken. Das ist ja schade, dass nichts kam. Also ihr seht ja auch, dass es hier eingefügt habe. Also normalerweise müsste es eigentlich gehen. I don't know. Müssen wir nochmal bei der nächsten Abstimmung gucken. Ich habe alles gedrückt, was man drücken konnte. So, jetzt erstmal hier das Öl-Ding ins Bauen. Kann sein. Direkt den Bezirk gemacht und dann sicherlich jetzt auch hier ein Forschungsinstitut. Ne, irgendwie nicht. Ich mache hier mal direkt ein bisschen weiter mit der Kohle. Dass man direkt noch ein bisschen mehr abbauen kann. Und auch mal andere Sachen, Nahrung und so. Mehr alles nicht. Das ist noch drin, okay. Nee, tatsächlich bezieht sich's auf die Ratsabstimmung und also es war ja auch gerade eingeblendet eigentlich mit Twitch. Deswegen war es für mich besonders fraglich, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Auch noch Nahrung, das muss ich auch mal noch direkt machen. Ich bin auch gespannt, ob das was wird. Abstimmung.
auf jeden Fall noch mehr Häuser, das reicht nicht aus. Jetzt habe ich auf jeden Fall alle Ressourcen, die hier einfach so rumliegen. Habe ich schon mal angezapft. Ah, ich kann den schon anschalten. Ich hab den die ganze Zeit aus. Ich dachte die ganze Zeit, ah, das ist die... Das ist ja die Anzeige für Kohle und nicht das. Falsch gesehen. Gut. The steward appreciates all your adoring letters and will answer personally. Mehr Wohnung. Der Generator erwacht. Ein Kind wird geboren. Die Menschen sammeln sich um den Generatorturm, als er mit donnerndem Beben erwacht und uns wieder Wärme schenkt. Das ist das Herz der Stadt. Unsere letzte Verteidigung gegen die Kälte. Unsere größte Hoffnung auf eine Zukunft, welcher Art auch immer. Oberhaupt, ein paar... sagt, dass ihr erstes Kind, eine Tochter, in genau dem Moment geboren wurde, als der Generator wieder zum Leben erwachte. Sie haben sie Lily May genannt. Sie bitten dich, sie zu segnen. Du hast uns wieder Hoffnung gegeben. Dank dir hat unser Kind vielleicht doch noch eine Zukunft. Die Menschen haben Hoffnung, dass sie doch eine Zukunft haben. Sehr gut. Neuigkeiten sind immer willkommen hier. Und gleich kommt auch die erste Mission. Ja, genau. So, Ausbau effizienter gestalten. Wohnbezirk erweitern, jawohl. Und Forschungsinstitut, das wollte ich gerade schon machen, gerade ging es irgendwie nicht. Falls irgendwer eine Ahnung hat, wie ich dieses Forschungsinstitut bauen kann, gerne reinschreiben.
Ich dachte eigentlich, dass man das in den Wohnbereich baut. Da steht es ja auch. Vielleicht kann ich das erst machen, wenn das hier irgendwie ausgebaut ist. Ah, so baut man das aus. Ah, okay. Verstehe, man muss das dann so eintippen. Und dann kann man wahrscheinlich da drauf dann den Forschungsbereich bauen. Yes, yes, genau. Ich habe das nur kurz nicht gecheckt, wie man den Wohnungsbereich erweitert. Jetzt muss ich es abgeben. Weiter mal noch mehr. Ich habe immer noch nicht genug Häuser. Heat leaks kill. Unterschiedliche Ideen. Eine kleine Menschenmenge versammelt sich vor dem neuen Forschungsinstitut, um über den Abbau der letzten Kohleadern zu diskutieren. Die Ordnungswahrer und die Neulondoner wollen, dass wir uns auf maschinengestützten Abbau konzentrieren, aber die Frostländer drängen zu einer wirtschaftlicheren Lösung. Während der Herrschaft des Kapitäns waren solche Streitigkeiten undenkbar. Du musst entscheiden, wer seine Ideen weiter verfolgen darf. Ja, deswegen, Hund, hatte ich mir auch einige Tutorials ein bisschen im Vorfeld durchgeguckt. Deswegen bin ich jetzt relativ souverän, denke ich, durchgekommen bisher. So, ich glaube, jetzt eine Entscheidung treffen oder später entscheiden? Wahrscheinlich ist es schon besser, das jetzt zu entscheiden, das nicht aufzuschieben. Ich mal. Neue Ideen, wie wir vorankommen. Unterschiedliche Gemeinschaften können ihre sicher Dinge sprechen, völlig unterschiedliche Lösungssätze dafür einstehen und dieselbe Fragestellung erarbeiten. Wenn du eine Gemeinschaft aufträgst, einen Lösungssatz auszuarbeiten, verbessert sich die Beziehung zu dieser Gemeinschaft. Okay. Yes. Mal kurz eine Übersicht verschaffen, woran es mir gerade so mangelt. Wahrscheinlich schon Kohle. Wenn ich auch, glaube ich. Okay. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, wie können wir mehr Kohle abbauen? Okay, Bedarf stark leicht. Das ist jetzt von den Frostländern, von den Neulondonern, den Ordnungswahrern, okay. Sprengkohlemine. Das unterscheidet sich überhaupt nicht. Komisch. Dann also jetzt entweder das oder das. Okay. Ich muss sagen, dass ich hier in dem Fall ehrlich gesagt das hier viel besser finde.
Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde hier die Staubkohlemine deutlich besser, weil der Unterschied ist jetzt nicht so wahnsinnig groß von den Produktionen von der Kohle her. Was? Okay, es braucht mehr Arbeitskräfte, das ist natürlich ein Punkt. Es braucht mehr Arbeitskräfte, sonst ist es halt eigentlich viel geiler. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem machen. Also etwas weniger starke technologische Lösung mit mehr Arbeitskraft einsetzen. Bewundert den Generator. Schön, dass du wieder bei uns bist, alter Freund. Hast du uns einen ganz schönen Schreck eingejagt, als du plötzlich aus warst. Für uns bist du viel mehr als nur eine Wärmequelle. Du bist ein Symbol der unbeugsamen und eisernen Standhaftigkeit, die wir selbst auch an den Tag legen sollten. Auf dass wir dem Frost alle so kühn trotzen wie du. Die Ordnungswahrer verehren den Generator und erweisen ihm ihren Respekt. Und dann wird es hier ein bisschen eng. Wir brauchen mehr Wohnung. Nur noch. Ob ich das nochmal erweitern kriege? Ja. Arbeitskräfte. Lust auf Stunk hat das Straßenkind, Zoe Miller. Kindys Papa hat ihr eine Governance besorgt, als wäre sie eine Herzogin oder so. Nicht mit uns. Haben die kleine Schlampe schön fertig gemacht. Persians Jungs lernen das auch noch. Wenn die sich wieder an uns heranmachen wollen, holen wir die Klingen raus und drohen, ihnen die Augen auszustechen. Das wird lustig. Aber eigentlich wollen wir uns richtig fetzen. Nur kurze Klingen, na, weil wir spielen. Da die Kinder nicht gesetzlich geregelt, wenn die Kinder nicht gesetzlich geregelt wird, steigen die Spannungen in der ganzen Stadt. So ganz geil. Rufe ich denn hier diesen Rat ein oder passiert das einfach so? Ah, ich glaube, ich muss das sogar machen, ne? Das passiert nicht einfach so, sondern ich rufe das, glaube ich, ein. Das wäre natürlich auch geil gewesen, das mal zu erklären. Ja, es war auf jeden Fall recht tun, dass dann das ziemlich erschlägt am Anfang noch. Was haben wir hier?
Kindheit keine Regeln festgelegt. Das Problem hatten wir doch gerade. Dadurch steigt die Kriminalität. Haben wir einmal die Möglichkeit, Familienlehre, alle Kinder müssen an der Seite einer verwandten Person arbeiten, damit sie von ihr lernen, danach die Familientradition weiterführen können. Oder die Pflichtschule. Von Ordnungswahrer unterstützt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da scheinen ja auch die Menschen sind gespalten, aber da scheint es ja eher dafür zu gehen. Und das mit dem Forschungstempo scheint mir eine gute Sache zu sein. Das werde ich mal machen. Dass wir die ganzen Blagen, damit die nicht mehr sich alle abstechen in unseren Straßen, mal schön in eine Schule schicken, damit die mal was lernen. So, jetzt könnt ihr wieder gucken, ob ihr da vielleicht mit abstimmen könnt, ob das jetzt dieses Mal funktioniert. Ob ihr da jetzt schon was seht oder nicht. Sonst klicke ich ja auch nochmal wieder auf Zuschauerrat anwerben. Ja, also die Twitch-Settings habe ich. Also du meinst dann bei Twitch selbst? Weil über das Spiel, also im Spiel habe ich es auf jeden Fall eingestellt. Jetzt kann ich mal eben... Schau ich mal kurz nebenbei. Ah, okay, dann liegt es vermutlich daran. Aber wie ich das jetzt einpflege... Innerhalb von Twitch hast du wahrscheinlich auch keine direkte Ahnung, oder? Ah, da ist es okay. Ah, jetzt check ich's, okay. Jetzt geht's, habt ihr jetzt? Yes, geil. Guck mal, es ging noch Flux. So. Dann könnt ihr jetzt also teilnehmen in der Abstimmung, ob ihr dafür oder dagegen seid. Okay, dafür. Dankeschön. Ist gerade knapp Gesetz verabschiedet. Stark. Das ist schon sehr cool.
natürlich cooler, wenn man da mal so 10 Leute oder so hat. Ja, ja. Du hast jetzt halt dafür gesorgt, dass bei mir die ganzen Plagen endlich in die Schule gehen müssen. Und nicht mehr rumlungern und sich gegenseitig abstechen. So. Das war gut. Da muss ich jetzt echt mal drauf achten, dass ich das immer mache. Die Abstimmung. So, jetzt kann ich hier. Ist meine Forschung fertig. Jetzt muss man mal gucken, dass ich das umsetze. Ja, ich brauche mehr Arbeitskräfte, okay. Das wäre auch, glaube ich, das Ziel meiner Forschung, dass ich mehr Arbeitskräfte irgendwie bekomme. Irgendein Weg. Vielleicht über die Jugend. Ah ja, das wäre hier eine Möglichkeit. Dass ich hier was erforsche, damit die in Beschäftigungsprogramme reinkommen. Diese Gruppe hat keine Lösung. Ich glaube, das mache ich dann auch mal direkt. Das finde ich gut. Das ist jetzt echt doof, dass es keine Arbeitskräfte gibt, um das umzusetzen. Wie kriege ich sonst noch mehr Arbeitskräfte? Habt ihr eine Idee, Vorschläge? Zieh mal von denen jetzt, wo ich den ein bisschen was für die gemacht habe, ziehe ich dem von denen nochmal ein bisschen Geld ein. Ja, das ist jetzt echt ein riesiges Problem mit den Arbeitskräften. Alles andere habe ich. Ich brauche nur diese. Das wäre schon gut. Sonst wird das hier nämlich ziemlich eng. Ah, okay, verstehe. Ja, wo könnte ich denn was abziehen? Ich könnte was abziehen. Was ist das? Vielleicht ein bisschen was von Nahrung. Das ist dann so gleichbleibend. Aber hier kann ich ja keine dazu packen, ne? Weil die sind ja auf 100%.
Das ist ja das Problem. Ah, dann, ah, ja, dann habe ich ja Arbeitskräfte dazu gewonnen. Ja klar, macht ja Sinn. Was haben wir hier? Children caught idling during school hours will be punished. Können wir auch was abziehen? Also, jetzt kann ich das bauen. Danke für den Tipp. Das Tutorial ist schon sehr schlecht in dem Spiel. Also, ist echt gut, dass ich mir vorher noch ein bisschen was angeguckt habe und dass ihr mir Tipps geben könnt, weil dir wird ja echt fast gar nichts hier erklärt. Abstimmung in 9 Tagen. Naja. So. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit zur Abstimmung für euch. Und zwar habe ich ja, nachdem ich der Jugend schon eine schulische Perspektive eröffnet habe, habe ich ja jetzt eine neue Initiative auf den Weg gebracht, in der es darum geht, die Jugend auch noch zusätzlich in Beschäftigungsprogramme zu überführen, weil diese Messergewalt auf den Straßen, das geht einfach nicht mehr. Ne, lieben. Und wir brauchen auch einfach mehr Arbeitskräfte, deswegen bitte ich hier auch um eure Unterstützung, dass ihr mir einmal helft, meine Initiative für die Beschäftigung der Jugend zu unterstützen. Benni, falls du noch nicht abgestimmt haben solltest, bitte auch einmal dafür. So, 3. Also irgendwie hat Cray es geschafft, also erklär es einmal kurz, ich weiß nicht genau, wie man abstimmt. Offensichtlich öffnet sich ein Fenster. Yes. Yes. So. Gucken wir mal. Dankeschön, dass ihr ja mir euer Vertrauen gebt. Oh, ist trotzdem gescheitert. Ist aber schlecht. Was passiert denn jetzt? Attention, citizens! A new law is in effect! Einfach abgelehnt, diese Schweine. Wurde verabschiedet? Aber war da nicht abgelehnt? Okay, wenn du sagst, dann wird es ja geklappt haben. Ah, da stand verabschiedet, okay, dann habe ich das nicht richtig gesehen. Danke. Kraftstoff für die Zukunft. Fehlende allgemeine Regeln können zu Ärger führen. Aber als der Rat der Zukunft der Stadt diskutiert, sorgen sich alle um die bevorstehende Erschöpfung unserer Kohlevorkommen. Yes. Keine Arbeitskraft dafür. Ah, da ist es. Ja, es wird dann tatsächlich so 120 Wärmemarken. Das würde ich dann auch direkt mal machen. Boah, das bringt ja richtig viel. Geil. So, auf jeden Fall was. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr schön.
glaube, hier kann ich auch nochmal ausbauen. Moment. Bau einen Logistikbereich, okay. So, das ist der Logistikbereich. Jetzt muss ich erst freischaufeln. Gut. Stopfen wir mal durch und nehmen noch die Ware mit. Aber ich finde den Ausbau hierfür trotzdem eine gute Idee. Effizienz leicht gesenkt. Why? Deswegen? Ja, wahrscheinlich, weil ich das eigentlich das mal gemacht habe. Es wäre auch noch gut, ein bisschen hier auf die Materialien zu achten. Die gehen schon ziemlich runter. Dann noch mehr. Ah, kann ich gerade nicht, okay. Was ich glaube ich auch mal machen könnte, wäre hier so Warenproduktion. Ich nehme auch nicht genug Zeug für, dann lasse ich das erstmal. Logistikbezirk. Krank vor Sorge. Der kleine Joey hustet die ganze Nacht. Seine Stirn ist so heiß wie der Generator. Die Turners sind schuld, da bin ich sicher. Die haben diese neue Grippe und machen einfach weiter wie gehabt. Laufen durch die Nachbarschaft und bringen Menschen um. Genau das machen die. Jetzt kommen hier die Corona-Vibes.
Oh, bitte, Allmächtiger. Ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Irgendwer muss sie eines Besseren belehren. Okay, die Ansteckungsgefahr ist nicht gesetzlich geregelt. Vielleicht sollte ich das tun, dass ich hier Corona-Maßnahmen einführe. Genau. Überleben müsste das dann ja sein. Nee, ist es nicht. Wahrscheinlich dann eher Gesellschaft. Auch nicht. Ansteckungsprävention. Was könnte man da denn machen? Entweder die unterstützte Quarantäne. Das würde natürlich den Dinos gefallen. Hier sinkt deutlich, aber der Behausungsbedarf pro Kopf steigt leicht. Oder Ansteckungsabzeichen. Ansteckende Personen müssen eine spezielle Marke tragen, wodurch andere ihre Interaktionen mit ihnen einschränken können, falls ihnen das sicherer erscheint. Quarantäne scheint mir schon irgendwie sinnvoller an der Stelle. Hier gibt's Spannung steigt leicht. Muss mal einmal kurz die Werte angucken, bevor ich irgendwas mache. Wohnung. Es wäre schon nervig, neu bauen zu müssen. Aber die Spannung ist, glaube ich, okay. Spannung nicht vorhanden. Gesetze leicht erhöht durch keine allgemeinen Regeln. Ah ja, das wird eh dadurch erhöht. Okay. Ich glaube, dann mache ich den einfach alle so einen Sticker dran, oder? Ja, ist okay. Also, ich glaube, ich werde dann eher zu den Stickern neigen. Das wird dann auch von hier einer Fraktion unterstützt. Dann gibt es wieder Boni bei denen. Ist auch gut. Wo war das jetzt? Da. Und das wird auch von mir unterstützt, das werde ich dann mal vorschlagen. So. Das sieht ja eigentlich recht gut aus. Wenn man verhandeln mit den Delegierten und versuche, ihr Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. Das. Ich glaube. Ich werde dann mal eröffnen, also sorgt mal bitte dafür, dass die ganzen Schwurbler hier, die einfach trotzdem krank zur Arbeit gehen, gekennzeichnet werden, damit wir sie ächten können und uns von denen fernhalten können. Von diesen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Abstimmung ist eröffnet. So, falls vielleicht ja noch wer drittes, der abstimmen möchte. Ich weiß es gerade nicht. 3, 2, 1. Zweimal dafür. Ja. Aber vorhin, also jetzt ist klar, jetzt ist 58 dafür. Und bei der Abstimmung davor war unter 51. Da stand benötigt 51, aber es war da drunter. Deswegen habe ich es nicht verstanden, warum das verabschiedet wurde. Kannst du mir das erklären, Phil? Naja, so oder so, dieses Gesetz wird auf jeden Fall klar verabschiedet. Sehr gut. Bin ich richtig gut gestellt hier. Ich will mehr Geld von denen, aber ich kann das mal nicht machen.
bisschen Angst, den Ordnungswahrern zu viel Positives zu geben. Das könnte sonst so eine heftige Nazi-Fraktion werden oder so. So. Logistikbezirk. Das fand ich auch immer cool im ersten Teil, diese Expedition, dass man dann so ausrücken konnte in andere Gebiete. Gucken, wie das hier umgesetzt ist. Können wir jetzt machen, weil wir das ja jetzt gebaut haben, den Bezirk dafür. Befehlshausung. In Angesichts der Überbevölkerung und der schwindenden Kraftstoffreserven suchten viele Einwohner von Neu-London Schutz in diesen Behelfsbehausungen, die um eine heiße Quelle herum gebaut wurden. Die Bewohner harren aus, bis das Wetter eine Rückkehr in ihr Zuhause zulässt. Ja, ich glaube, die würde ich dann mal aufnehmen. Weil wir brauchen ja mehr Arbeitskräfte. Möglichst günstiger Natur natürlich. Kann ich jetzt noch mehr starten? Anscheinend. Mögliche Funde. Ah, Kraftstoffquellen sollte ich suchen, okay. Da steht aber nirgendwo Kraftstoffquellen. Na doch, vielleicht finden wir noch etwas Kohle. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Yes. Logistic District. Boah, das wird jetzt aber ordentlich. Jetzt muss ich natürlich wieder ordentlich Häuser bauen, damit die hier alle. Gut schlafen können. Und ich kann auch noch mal gucken, mehr Kohle und so. Yes. Und was haben wir noch? Oh, mehr Nahrung brauchen wir natürlich jetzt auch. Können wir jetzt hier volle Power reinmachen?
das hier vielleicht mal ausbauen. Immer noch für Neulundern. Wärmemarken. Um die Nahrungsmittelversorgung nicht zu gefährden. Yes. Hast du das Spiel nicht durchgespielt, Cray? Und jetzt kann ich auch mal diesen Industriebezirk mal bauen. Ich glaube, den kann man auch ein paar Mal durch sogar schon. Wow. Und im besten Fall hier auch noch Nahrung. Das ist sogar fruchtbare Erde. Und geh ich mal hier hin. Ja, gefällt mir aber bisher echt gut, muss ich sagen. Also es spielt sich wirklich schon sehr anders als der erste Teil, aber echt witzig. Vor allen Dingen ist es natürlich super cool mit den Abstimmungen, dass ihr dann daran euch beteiligen könnt und so. Und ich glaube, es ist total cool geeignet als Spiel für den Stream. Also ich habe auf jeden Fall Lust, dass die normale Kampagne, sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, aber so nach und nach dann hoffentlich durchspielen zu können, wenn ich Zeit habe. Könnte ja ziemlich witzig sein. Ja, aber ich glaube, ich werde jetzt für heute und dann noch erstmal einen Stopp machen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich dann immer so die eine Kampagne, eine Mission immer alleinig machen kann für eine Aufnahme. Aber ich habe ja jetzt schon anderthalb, wobei natürlich der erste ist ein Prolog. Aber ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal stoppen. Ist auch der 1. Mai 1917, also ein guter Zeitpunkt, um das Spiel anzuhalten und erstmal zu speichern. Dass wir dann beim nächsten Mal wieder ansetzen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das Coole ist ja auch, dass wir uns dann schon heute Abend wiedersehen. Ab 20 Uhr werden dann Joshua und ich zusammen heute Süßigkeiten ausprobieren aus Kanada, die er mitgebracht hat. Das hatten wir einmal verschieben müssen. Heute ein ganz entspannter Tag bei über Tage mit den schönen Dingen des Lebens zocken und Süßigkeiten essen. Und dann mal gucken, wann ich, ob ich diese Woche nochmal Zeit finde, nochmal weiterzuspielen. Ansonsten wird tatsächlich auch geplant fürs Überspielformat, dass wir schon ich was zusammen zocken, da wird auch was kommen. Da wird es dann Richtung Apex Legends gehen. Also ganz anders, ganz andere
in so einem Genre ein bisschen ballern. Und ja, mal gucken, wann wir das alles so realisieren und wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall heute Abend. Macht es gut, ciao, ciao.